nicht kennt, die erste Meinung von mir gibt es immer über meine Kanäle. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat der Trainer entschieden, mich nie wieder mit in den Kader zu nehmen. Das kam gerade nach den letzten zwei Spielen, die ich von Anfang an gemacht habe. Für mich überraschend, dann wahrscheinlich auch für viele von euch. Ich respektiere die Meinung des Trainers. Anscheinend soll ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe in den letzten 10, 12 Jahren, in denen ich Profifußball spiele, wenn ich auf dem Platz stand, immer alles für den Verein gegeben, für den ich gespielt habe. Ich kam im Januar nach Wolfsburg, um der Mannschaft zu helfen. Und ich glaube, das habe ich in der vergangenen Rückrunde auch getan. Zum Schluss wollte ich nur sagen, ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist. Und das entscheidet niemand anders für mich.